So, YouTube. Hallo, hallo und willkommen zurück zu Worker and Resources. Wir sind wieder da und ja, ich habe hier das ganz vergessen. Wir haben ja hier hinten das Zeug abgerissen. Leider war das Baubüro nicht automatisch zugewiesen. Dementsprechend musste ich es manuell zuordnen und jetzt müssen die erstmal den ganzen Scheiß abholen. Und das dauert natürlich eine ganze Weile. Zum Glück funktioniert das hier noch so lange. Und wenn wir das da angeschlossen haben, dann reißen wir den hier hinten weg, nicht wahr? Und dann bauen wir dafür einen großen. Aber dafür muss erstmal das Rohr auf der Seite weg. Und das ist unsere Priorität Nummer uno. Weil Wasser ist wichtig. Wichtiger als alles andere, als Schienen, als die Arbeitskräfte, als irgendwas. Aber wir haben ein kleines Problem festgestellt, was hier manchmal auftaucht. Und zwar stauen sich hier, jetzt sieht man es, die Busse zu stark. Und dann kommen noch LKW dazu. Und dann gibt es sofort Stau. Weil die Ein- und Aussteigezeit in diesem Bahnhof zu lang ist. Also ich kann euch diese Überstraßenbahnhöfe nicht empfehlen. Wenn da normaler Verkehr durchlaufen soll. Und nicht nur Busverkehr. Okay, das Rohr ist abgerissen. Sehr gut. Es warten aber auch sehr viele Leute drin. Das heißt, wir müssen da durchaus Busse hinbekommen. Ja, die Autobahnauffahrt und das Autobahnkreuz sind noch mitten am Bauen. Nicht? Das dauert noch ein bisschen. Das hier braucht auch noch ein bisschen. Du hast keinen Straßenanschluss? Doch. Okay. Ist nur noch nicht gebaut. Dauert halt auch noch ein bisschen. Genau, hier, wir haben schon viele Leute drin. 6066 aktuell. Ich habe nochmal die Geburtenrate erforscht. Und hier können wir auch nochmal forschen. Recycling von Plastik erforschen die jetzt. Wir haben nicht mehr so viel. Und die den Kernbrennstoff von mir aus. Die beiden großen Unis. So, das ist weg. Das ist gut. Jetzt das große Rohr von dort nach da. Bauen und hohe Priorität. Da. Und danach muss das große Rohr von da hier ran. Das kriegt eine mittlere Priorität. Da müssen wir erstmal warten, dass die das bauen. Arbeitslosigkeit zu hoch, das ist uns ja bewusst. So, um das hier zu fixen, habe ich mir so gedacht, diese Route hier. Also erstmal ist die Route vielleicht blöd, weil sie das ansteuert. Wir lassen die beiden hier raus. 3 und 4. Dann fahren die nur dieses kleine Stück hier. Haben die noch eine auf der Route? War hier nicht eine Bushaltestelle irgendwo? Nee. Und irgendwann müssen wir auch die Mainstation ansteuern zum Beispiel. Das könnten wir also auch machen. Aber ich würde sagen, wir nehmen 3 und 4 erstmal hier raus. So. 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 Was haben wir für Busse? Die 4 klein. Ich würde aber sagen, die müssen jetzt eine kleinere Route fahren. Also können die so bleiben. Jetzt holen wir uns aber für den anderen Bahnhof da hinten neue Busse. Und ich mag die Gelenkbusse. Ich bin ein Fan von den Gelenkbussen. Und dann gucken wir doch mal. Wir hatten da, glaube ich, nämlich auch 9. Genau, den hier. 135 Passagiere. Weil ich glaube, der war neuer, nicht wahr? Der 1980, ja. Kann 128 transportieren und 70 fahren. Ja gut, für die Innenstadt nicht so wichtig. Wobei das ein Verkehrsproblem sein kann, wenn der zu lang ist wie der hier. Wir kaufen lieber den. Ich meine, aktuell haben wir die mit 98 und der kann ein Bahnhof fast alleine. Die 5, 6 Passagiere. Nee, komm. So, da holen wir 4 von und die lassen wir hier antanzen. 1, 2, 3, 4. Tank, Tank, Tankidee, Tank. So. Ich finde es auch lustig, die stehen nicht genau gleich, nicht? Der eine steht ein bisschen drüber. Das sind so feine Details, die ein Spiel einfach auch
individueller machen, nicht? Es ist irgendwie, es wirkt, als ob da wirklich jemand gefahren ist und nicht so, ha, da ist die Kante, da bleibt er stehen, da wird er hingesetzt. Aber okay, nee, so fangen wir gar nicht erst an. Wir fangen wo an? Eigentlich wäre es... Eigentlich fangen wir die an, zuerst. Dann die hier. Dann die hier. Dann die da. Und dann die da. Hier sollen alle aussteigen. Wir lassen alle Arbeiter aussteigen. Hier beladen wir uns. Und... So. Ich weiß gar nicht, hatte die andere Route auch entladen überhaupt? Bin mir unsicher. So, und im Hauptbahnhof wird aktuell weder entladen noch beladen. Er wird nur angesteuert. Einfach nur, dass die Route vollständig ist, nicht wahr? Wir gehen mal hier rauf. Okay. Es macht vielleicht keinen Sinn, den so rum anzusteuern, wie wir sehen. Wir würden hier... Ach doch, ich glaube, hier würden wir rumfahren und dann hier rausfahren. Doch, das wäre sogar ganz gut. Dann würden wir nämlich die Ecke beim zweiten Zurückfahren umgehen und hätten den Hauptbahnhof angeschlossen. Ja, das ist okay. So, wir haben nur Arbeiter und jetzt muss ich nochmal bei der Route gucken, um sicher zu gehen. Was haben wir gesagt? Wirklich nur beladen, aber nicht entladen, nicht wahr? Die haben echt nur die beiden Stationen jetzt. Das ist ein bisschen sehr wenig vielleicht. Wenn wir erst die ansteuern, dann die, dann die. Obwohl der Bahnhof ist halt echt voll. Ist schon okay, wenn die den mit ansteuern, würde ich sagen. So, wer hatte die Route von euch? Du. Nur einsteigen. Nur Arbeiter einsteigen. Da nur aussteigen. Das ist auch noch eine Umsteigebahnhof oder Stelle. Und dann würde ich sagen, Linienstart 1. 2, 3, 4. Und dann ist das hoffentlich ein bisschen entspannter hier hinten. Dass hier nicht mehr ganz so viele... Obwohl, eigentlich fährt hier immer noch die gleiche Anzahl an Bussen hin. Wie vorher. Ah, die Busse... Ja gut, die Busse werden auch nicht leerer, nicht wahr? Vielleicht könnten wir die von der Seite ranfahren lassen. Ich glaube, das würde schon helfen. Ja, ich glaube, das wäre der Change, wenn wir die irgendwie erst hier und dann da ranfahren lassen würden. Wenn wir hier... Dann haben die natürlich einen krassen Umweg. Aber weil alles von dieser Seite ranfährt, ist das ein Problem. Okay. Ich meine, ist besser... Also, ich meine, die stehen eh doof rum. Dann können sie auch einfach ein bisschen länger fahren. Und es gibt hier so ein tolles Verkehrsschild. Und zwar einen Wegpunkt. Den setzen wir uns einfach... ja, hier. Und dann in der Route, bevor es zu 2 geht, sagen wir... Ihr fahrt über diesen Wegpunkt. Und dann ist das hoffentlich viel besser. Sind ja auch Busse, die können keine leerer werden. Können aber auch keine voller werden. Rüdi voller. Okay, jetzt fährt er von der anderen Seite und die letzten fahren noch gerade und dann sollte es sich eigentlich leeren. So, das gleiche mit euch. Wo fahrt ihr denn jetzt lang? Ich sehe, ihr fahrt da durch. Finde ich auch blöd. Deswegen fahrt ihr nach der 1 der Marienkirche hier drüber. So, dann fahren die darum und dann ist gut, würde ich sagen. Dann haben wir die Stelle da ein bisschen hoffentlich entproblematisiert. Auf jeden Fall wesentlich weniger Leute drin.
Ja, der Stau, weil kein Wasser da war. Das müsste sich aber jetzt beheben. Genau, weil jetzt fließt das Wasser wieder. Jetzt kriegen die ihr Wasser. Das Schöne ist, wir verlieren hier keine Zeit, nicht? Wir optimieren nur die Wartezeit. Aber, gleich fertig. Das ist falsch rum, oder? Nee, stimmt. Die fahren hier ja ab. Und die fahren hier ab. Die stehen falsch rum, die Dinger. Ah, weil man das nicht sieht im Baumodus, wie rum die sind. Aber jetzt ist natürlich klar, dass beides muss abgerissen werden. Kacke! Das heißt, auch die Rohre können abgerissen werden. Ich gehe lieber auf den Rohrabrissmodus. Nee, die Rohre haben mir eh nicht gefallen, nicht wahr? Das ist zum Beispiel kacke, dass man hier jetzt nicht einfach die Straße umdrehen kann. Nein, es ist in diese Richtung gebaut worden. Warum kann ich nicht einfach sagen, fahrt in die andere Richtung, nicht? Also, einfach so ein Schalter. Change Fahrdirection. Mann, Mann, Mann. Klar, weil die von hier reinfahren und befüllt werden. Hm. Na gut, müssen wir es abreißen. Es bleibt ja nichts übrig. Ah, das ist ärgerlich. Oh. Ich weiß gar nicht, ob das für die funktioniert. Deswegen bauen wir dem mal noch so eine Umgehungsstraße. Nicht, dass die da sonst festhängen. Was? Die Straße ist... Achso. Ich wundere mich, hä? Die ist noch keine Einbahnstraße? Soll ja auch eine werden. So. Sehr gut. Nicht sehr gut. Aber hey, dann sehen wir mal den Abriss. Und das Abrissbüro hat wenigstens was zu tun. Ist doch auch was. Die hatten auch keinen Platz mehr für Fahrzeuge, nicht wahr? Drei Abrissdinger. Ah, gut. Wenigstens kommt wieder Stoff ran. Das Wasser hier ist auch jetzt doppelt. An sich reicht das auch noch. Also jetzt reicht es auf jeden Fall, nicht? Wir haben zwei Brunnen. Ich muss hier gar nichts jetzt sofort bauen. Andererseits, wenn es nachher kritisch wird... Ist vielleicht zu spät, dann noch was zu ändern. Aber jetzt will ich erstmal meine Schmach hier beseitigen. Dann müssen wir die Straßen nochmal... Kurz abreißen, vorn und hinten, danach ein Stück. Wie so ein Maulwurf, der sich einfach durch die Erde wühlt. Warten auf Müllabfuhr. Na. Warten auf Freitag. Ich meine, immerhin bringt das uns Geld. Aber wir verdienen inzwischen 315.000, jetzt 320 sogar mit dem Bauschutt ein bisschen und importieren für 190.000. Wenn wir das hier haben, sparen wir nochmal 250.000 im Jahr. Das ist also schon wichtig, da kann man also auch mal rein investieren. Aber dass ich da nicht mit den... Deswegen, ich habe mich ja geärgert, dass das die
die Auffahrt ist und das die Abfahrt, nicht? Dass die hintereinander liegen dann. Naja. Hallo Maximum, heute mit Kontaktlinsen. Das ist ja unfair. Ja. Letzte Chance zum Kaufen, ey. Gibt neue Busse. Okay, jetzt haben wir den Stau zweigeteilt, aber immer noch besser als zu viel. Ja, und hier so ein Gelenkbus, das reicht doch schon ordentlich. Ich glaube, die gelben müssten größer werden inzwischen. Unsere kleinen Stadtbusse für die Passagiere. Also hier warten auf jeden Fall genug Leute, die zur Arbeit gebracht werden können. Das heißt, hier ist voll, hier ist auch voll. Wahrscheinlich ist hier aber noch nicht voll, aber sieht auch gut aus. Da müssten wir also, wenn wir mehr Leute drin haben wollen würden, mehr Busse nehmen. Ah, ganz voll ist er nicht. Aber das sehe ich nicht ein, die auch noch jetzt zu holen. Das sollen dann später die Bahnen erledigen, nicht wahr? Ja, der arme Maximum. Kann er seine Kanalpunkte nicht loswerden? Hm. 53 Tonnen Stoffe, immerhin das. So, immer noch nicht abgerissen, ja, weil die auch die Rohre wegbringen. Ah, die haben zuerst die Rohre weggebracht. Alles klar. Jetzt den Scheiß. Komm. Wobei wir ja schon sagen können, das zum Beispiel nochmal weg. Lustig, es ist mit dem Abrissfahrzeug verschwunden. Ein Gebäude brennt. Oh no! Das Krankenhaus. Oha. Zum Glück sind die Kranken direkt im Krankenhaus und können behandelt werden. Oha, die beiden Dinger sind auch schon voll. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Okay, der Babyboom ist real. Die Forschung hat auf jeden Fall uns viele Kinder beschert. Vielleicht brauchen wir noch neue Stadtviertel. Wobei ich hier fast von Überlastung sprechen würde. Am Hauptbahnhof könnten wir noch auf jeden Fall was planen. So hier hinten, in diesem Zweig, nicht wahr? Weil das wäre auf jeden Fall gut, wenn hier Nahrung hinkommt. Ja, die Straße war mal geplant, ob wir die so haben wollen, keine Ahnung. Nicht die Dinger hier auch, keine Ahnung. Wir kriegen auf jeden Fall eine Autobahn Auf- und Abfahrt, das wissen wir. Wie die aussehen wird, wissen wir nicht. Doch, wissen wir. Auf jeden Fall nicht so, weil das ist falsch rum. Hier können wir es nämlich schaffen, dass Auf- und Abfahrt dann nicht hintereinander sind, aber die kriegen auf jeden Fall eine Autobahnabfahrt. Wir brauchen Brille aufsetzen für Kanalpunkte. Da hat er denn richtig Probleme, wenn er erst die Linsen rausnehmen muss. Naja, oder ich setze sie einfach drüber, aber das ist nicht gesund, von daher mache ich das nicht. Ja, ja, Brille aufsetzen mit Kontaktlinsen. Nee, 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 nee. So ein Spielchen, lieber nicht, lieber nicht. Jetzt müssen wir erstmal unseren Fehler ausbügeln. Das ist das Allerwichtigste. Und vergesst nicht, den Short anzugucken und auch die letzten Shorts und alle Videos anzugucken. Ich brauche Watchtime. Und liken und kommentieren. Codewort heute fürs Kommentieren. Abriss. Oder sowas wie Glatze rasieren und solche kleinen Sachen. Also für 1000 Euro kann man über Glatze rasieren mal reden.
Darunter würde ich nicht mehr anfangen nachzudenken. Bart rasieren für 100 Subs. Man muss ja auch schon seine Preise hochsetzen. Der Chat will immer zu viel. Okay. Also. Fangen wir diesmal mit den Wohngebäuden an. Ja, die kleinen Wohngebäude brauchen wir gar nicht erst, oder? Hier so eine, die 270er-Platte. Ist das die gleiche wie die hier? Nee, ist sogar eine andere. Sieht aber ähnlich aus. Ah, die hat eine schlechtere Wohnqualität deshalb, nicht wahr? Nee, 84. Können aber wirklich auch mal im Viertel nur mit diesen hohen Dingern machen. Vielleicht hier diese bunten. Wobei die echt groß sind. Für, dass da nur 100 Leute drin wohnen. Die sind ein bisschen falsch skaliert, dieser Mod. Die Fenster sind viel zu groß. Also die müssten halb so groß sein, die Gebäude. Die sind halt einfach, ja, fehl am Platz. Finde ich schade. Oder wir bauen diese alten Arbeiterviertel hier hinten hin. Das könnte passen. Saniertes Arbeiterviertel. Da passen 280 Leute rein. Könnte man auch machen, dass man hier so ein Altstadtviertel hintersetzt. Würde zumindest visuell vielleicht hier ganz gut hinpassen, nicht? Dass wir hier so den Altstadtkern haben. Forschung abgeschlossen. Okay. Dann machen wir es mal. Wenn es nicht gut aussieht, dann haben wir für nächste Mal wissen wir es besser. So, die kriegen 280. Die 240. Ja, das ist so ein kleines Ding. Das hat keine Straße. Ah, das andere hat eine Straße. Weiß nicht, ob ich da einen Weg hinterkriege. Ah doch, müsste reichen. So, und das andere ist 190, ist so ein kleines, noch ein kleineres. Könnten wir so setzen. Muss da nur irgendwie eine Straße durchpassen, nicht wahr? Gut, aber oder die Läden dahin. Und ich meine, Altstadt, da muss die Straße ja auch nicht unbedingt glatt verlaufen, nicht wahr? Da können wir auch ein bisschen mutiger sein. Und das hier wäre eh falsch gewesen, weil ich ja gesagt habe, keine Kreuzung. Von daher wäre es so richtiger. So, die haben den Hauptbahnhof als Anschluss. Aber was die natürlich brauchen, ist ein Übergang dahin. Den müssen wir ihnen auf jeden Fall spendieren. Was bringt das Codewort? Dass ich weiß, von wo ihr kamt, wenn ihr kommentiert. Oder von welchem Tag. Und manche wissen nicht, was sie kommentieren sollen. Und das hilft dann auch. Dann können sie einfach das kommentieren. Und alle sind glücklich. Vor allem ich. Okay, machen wir es mal so. Achso, die Hubschrauber drehen ja sonst sofort am Rad, wenn ich loslasse. Das heißt, das können wir nicht sofort machen. Natürlich bringt das Codewort ewiges Glück und ein langes Leben. Das wollte ich natürlich sagen. Ohne Codewort ist ein Leben gar nicht mehr möglich. Ein zufriedenes. Von daher
immer Codewort benutzen. Ah, hier kommen wir nur seitlich ran. Oh, I see the problems. Und hier will er uns natürlich nicht so gerade ranlassen, wie wir das wollen, aber das werden wir ändern. Er hat gefällig zu wollen, dass wir da rankommen. So, wir sind vor diesem Strich da. Kriegen wir das irgendwie mittig? Okay, wir sind hier in der Mitte von dem Ding. Jetzt gehen wir hier hin. Sagen da, da und dann müssten wir gerade rankommen. Perfekt. Oh, ich muss einen Müllplatz vorsehen. Der kann hier vorne hin, hoffe ich. Das sollte reichen. Wenn nicht, haben wir andere Probleme, sowieso. Ah, das ist zu kurz hier. Okay, ja. Ihr kriegt was Längeres. Ihr kriegt was Längeres. Aha, aha. Und etwas, was gerade rangeht. Das wäre auch noch schön. Die machen was aus dem Bauchgefühl. Ah, schön, oder? Passt schon. Verbinden. Das wollen wir da nicht. Oh, wir kommen immer noch nicht hier ran. Oh, Mist. Okay. Jetzt eigentlich müssten wir direkt hier nach in die Kurve. Jetzt aber. Ja, jetzt kommen wir da ran. Das ist auch nicht ganz... Ja, gut, es muss ja nicht alles immer perfekt gerade sein, nicht wahr? Solange es nicht nach absolutem Kernschrott aussieht, akzeptiere ich das schon. Oh, hier müssen wir gucken, ob der Platz... Ja, das war jetzt doof. Reicht für den Müllplatz. Oh, was war das denn? Okay. Wartet, wartet, wartet. Wir können vielleicht hier... Ah, schon mal gut. Ja, guckt. Besser. Besser, besser, besser. Oh. Ah, und hier gibt es ja gar keine Laufwege. Stimmt. Außer die hier. Weiß nicht, ob wir seitlich eigentlich welche bräuchten. Aber gut, wenn es ein größeres Viertel wird, macht schon Sinn. Ich komme ja auch hinten raus. Okay. Das wären die Einwohner, die neuen. Das wären jetzt wieder 500. 280, 240, nee, sind sogar 600, nicht? 600, 700 noch was würden hier drin wohnen. In diesem Altstadtgebäuden. Finde ich ein bisschen sehr viel, aber mal gucken. Ein Müllplatz. Kommen wir an alle Gebäude ran hier? Theoretisch ja, wenn wir ihn hinkriegen würden. Aber wir kriegen ihn nicht hin, weil er wirklich ein Mikron
zu groß ist. Und er wäre ein klitzekleines Ding zu weit weg. Hier oben wäre er definitiv zu weit weg, nicht? Erst hier wäre er gut. Oder halt, wir müssen ihn auf die Seite bringen. Da hätten wir natürlich wesentlich mehr Spielraum. Aber ganz ehrlich, dann kommt der dahin. Weil hier wäre auch zu wenig. Ich will nicht zwei Müll... Andererseits, wir brauchen so oder so wahrscheinlich zwei Müllplätze. Einen hier, einen da. Für die Gebäude, die hier hinten hinkommen. So, Einkaufsladen eher an die Ecke. Und das wird ein ganz einfacher Einkaufsladen. Der wird von irgendwo beliefert dann. Welchen nehmen wir denn da? Oh, da können wir... Ja. Jetzt können wir diese ganzen kleinen... Wie zum Beispiel dieses Restaurant oder so ersetzen. Wir müssen nur gucken, dass wir dann da vielleicht noch einen Laufweg rankriegen. So, ein Restaurant haben wir. Einkaufszentrum. Welche habe ich denn da? Super Duper Market? Nee. Die Naui Tar Commercial Building. 10 Tonnen Kleidung. Boah, sieht jetzt auch nicht so geil aus, nicht wahr? Sieht nicht nach Altstadt aus. Wir hatten noch eins. Irgendwo war eins. Die Breslau Shopping Mall. Guck mal. Boah, genau hier an die Ecke. Oder hier für die Ecke. Ist halt nicht ganz gerade. Das ist so ein Problem von ihr. Wir könnten die hier aneinander bauen. Ich will lieber so eine Front nach vorne. Und dann auf der Höhe. Und bei dem Gebäude, ja, ich sehe das, was wir machen können. Wir können das hier drehen, seitlich. Sieht dann immer noch ganz gut aus. Und dann können die an eine Straße, aber an eine gemeinsame. Dann brauche ich hier nicht zwei Straßen nach hinten. Weil das war ja nur die Belieferungsstraße für das Ding werden. Für die beiden quasi. Und, ach so, und wir brauchen hier hinten eine kleine Straßenladerampe. Es gibt keine Dreier, nicht? Es gibt die Vierer. Die ist halt riesig. Ich könnte zwei kleine Zweier bauen, aber dann hier bei dem ist das Problem mit der Straße dann. Ich glaube, die Zweier wären zu groß. Wir gucken mal. Straßenladestation. Die hier sind die kleinsten, die ich habe. Gut, man könnte... Ah, aber wenn ich hier einen Weg zwischenmache, brauche ich die Dinger. Ah, das ist blöd. Das müsste also hier hin, die Straßenladestation. So. Okay, ich sehe, wie wir es machen. Ja. Und dann können wir auch die kleine mit... Ah, die... Hey. Das hier wird ganz billo hier hinten. Ich hoffe, wir kommen da mit der Straße raus. Scheint zu gehen. Wir können auch irgendwie anders. Wir müssen ja nicht an die Straße da ran, theoretisch. Die ist ja eh nur für die Feuerwehr. Und das andere ist nur zum Beliefern. So, und jetzt können wir nämlich das vielleicht sogar hier davor stellen. Versteht er? Versteht er? Versteht er? Ja, ja, ja.
Ah, aber dann ist der Abstand zu groß. Die können nicht aneinander, oder was? Das heißt, ich müsste erst das setzen und dann das hier. Oh, das könnte Schmerzen verursachen. So. Weil die hat keine Bounding Box. Und dann könnte man die hier aneinander setzen. Ah. Ich glaube, wir müssen das eh nochmal dann hier hinten neu zimmern. Weil das nicht rangeht und das nicht geht. Okay. Aber, ja, gefällt mir. Die Idee macht Sinn. Jetzt müssen wir es halt nur ordentlich aneinander kriegen in irgendeiner Weise. Ist halt echt nicht so leicht. So. Da ist immer noch ein kleiner Gap, ne? Sieht man schwierig. Könnte passen. Ja, minimaler Gap ist ja okay. Kriegen wir einen Weg davor lang? Ich glaube nämlich nicht mehr. Ja. Toll. Okay. Gute Idee. Und jetzt nochmal richtig. Wir bauen erst den Weg auf der Seite. Wir wissen ja auch noch nicht, wo hier die Straßen langlaufen sollen, nicht wahr? Hier soll aber eine Autobahnauffahrt irgendwie hin. Das wissen wir. Ja, mal gucken. Wir das mal weg. Dann sollte der Rest passen. Jetzt können wir die Gebäude nämlich ohne Sorgen setzen. So, also du ganz dicht daran. Kriegt eh keinen Weg daran, nicht? Die Frage ist, kriegen wir das andere Gebäude dicht genug daran? Achso, das hat ja keine Bounding Box, nicht wahr? Ja. Okay. Die Idee mit diesen Snapping Points, die ihr hattet, das wäre echt so hilfreich jetzt in solchen Fällen. Weil hier weiß man wirklich 0,0. Steht das gerade? Passt das jetzt aneinander? Man kann kaum das Ding auch ordentlich bewegen, nicht wahr? Bin bei der Wand nicht sicher. Ist das jetzt gerade aneinander? Oder ist das gerade aneinander? Man sieht es halt einfach nicht. So ist gerade, oder? Beim Zoomen verrutscht er halt ganz gerne mal. Und dann wird es noch weniger passen. Okay. Jetzt die beiden Stationen, Straßenladestationen wieder. Hm.
Warte mal. Ich habe das vorher gespiegelt gehabt, nicht wahr? Ich sehe es gerade. Weil so kriege ich die Straße nicht ran. Wenn die nach da zeigt. Ich muss das so machen. Ja. Ah, jetzt hat er die Wege hier. Okay, es ist echt ein Abenteuer. So, jetzt nochmal spiegeln, nicht vergessen. Okay. Man kriegt ja auch Übungen da drin irgendwie. Jetzt muss das hier nur irgendwie rangehen. Okay, durch die Straße geht das gar nicht ran. Ist aber was, dann bauen wir jetzt einfach hier die Vierer-Ladestation. Ach, die ist so riesig. Aber egal, hier hinten zur Autobahn hin ist ja Wurst. So. Der kommt natürlich nicht rum. Ich muss ein Stück weiter nach hinten. So. Ich hoffe, das reicht. Zu scharf. Schade. Hätte ja klappen können. Versuch Nummer 3. So passen die Straßen auf jeden Fall. Aber dann kann ich das doch eher sogar so drehen. Dann sind die gerade. Und dann geht's so. Vielleicht könnten wir sogar hier eine Autobahnauffahrt noch machen später. Okay, also Einkaufszentrum haben wir. Die Bar bzw. das Restaurant haben wir. Die brauchen auch einen Müllplatz nachher. Bevor ich den vergesse. Eventuell reicht es sogar, das mittlere Haus damit oder das Seitenhaus mit zu versorgen. Okay, wenn wir die Straße ein bisschen anders führen, dann kriegen wir den da hin. Erst ein Stück gerade, das reicht glaube ich schon. Ja, geht doch. Wunderbar. Und dann den Müllplatz. Komm, komm. Du willst doch da auch hin. Ach komm, Müllplatz. Nee, oder? Vielleicht der hier mit Straße. Ist der vielleicht ein Mikrometer kleiner? Okay, es ist wirklich nicht viel. Wenn wir die Straße nur ein klitzekleines Stück schräger machen. Das wird uns irgendwann gar nicht mehr auffallen. Oh Wunder, der Müllplatz geht hier ran. So. Dann ist der auch dahinter. Die heißt, das heißt, die haben Müll. So, Kindergarten. Jetzt brauchen wir einen Kindergarten. Wir haben nicht hier hinten gar keine Kindergärten, auch für die nicht. Das heißt, hier ein Kindergarten wäre wichtig. Kindergarten. Der ist auf der Seite. Da habe ich wieder immer nur diesen einen. Oder hat die modernen. Dann bauen wir hier den dahin.
Und dann bauen wir noch diesen Spielplatz hier dazu. Am besten so. Weil da komme ich eh nicht durch. Ja, ein bisschen zu eng. Oh Mann, das ist echt ein Krampf mit diesen Wegen. Da hätte ich gerne vorher irgendwie, dass man sehen kann, wie die Andotch-Punkte sind oder sowas. Wo war das Monument, nicht? Das Ding bist du. Ich meine, ich kann hier zwar sowas machen, aber es hilft mir nicht zu sagen, passt dazwischen jetzt ein Weganschluss oder nicht. Und wir richten das mal an dem aus. So. Die Straße ist ja ein bisschen schräg, das wissen wir ja. Die haben wir ja selber so gesetzt. Hä? Was ist denn das jetzt? So. Und hier hinten geht's dann auch noch irgendwo hin. Schön. Dann haben die alle einen Kindergartenanschluss. Eine Schule brauchen wir eigentlich immer noch nicht, nicht? Wir haben die eine Schule, die reicht komplett. Die fahren alle da mit dem Schulbus hin. Apropos Bus. Wäre trotzdem gut, einen Bus zu haben. Sicher ist sicher. Einfach hier vor irgendwo an der Stelle. Der ist schön zentral. Ich werde mir später dafür danken, dass ich das gemacht habe. So wie so oft. Ah. Wieder so eine Stelle. Dass da Millimeter... Oh oh. Nicht ging. Oh oh. Oh oh. Naja, gut, so viel zu geraden Straßen. Ist die Altstadt. Da kann man auch mal zwei gerade sein lassen. Ich komme hier nicht ran. Auf der Seite auch nicht. Oh Mann, ich gehe immer in den falschen Abrissmodus. Wartet mal. So, dann machen wir das hier nochmal ordentlich. Wenn wir schon falsch machen, dann richtig. Das war zu viel. Okay, gut. So. Da kann ich gar nicht ran. Ah, deswegen. Ich kann also erst hier ran. Eine andere Infrastruktur steht im Weg. Was ist denn für eine andere Infrastruktur? Hat irgendein Bug hier gerade? Ich glaube, das ist der Fußweg. Kann das sein? Den das stört. Ja. Okay, also erst den Weg. Erst die Straße, dann den Fußweg. Okay. Da haben wir da zumindest eine Bushaltestelle. Was brauchen wir noch für Altstadtgebäude? Schule haben wir gesagt, brauchen wir nicht. Oh ja, eine kleine Klinik. Very small fire station? Nee. Krankenhaus. Oh, hier das alte Krankenhaus könnte hin. Ich meine, da ist eins. Da ist eins. Hier sind schon sehr viele Arbeiter, nicht? So ein altes Krankenhaus. Warum ist wo? So. Warum nicht?
Die haben da einen Anschluss. Die haben nach da direkt zum Bus einen Anschluss. Passt. Okay, dann haben wir hier ein altes, neues Krankenhaus. Uni haben wir da hinten. Notfall. Eine kleine Polizeiwache wäre vielleicht gar nicht schlecht. Kirov Polizeirevier. Aha. Sieht irgendwie auch aus, als ob da irgendwas fehlt. Diese Kirov-Sachen kann ich wieder alle wegwerfen. Die sind alle falsch. Historische Polizeistation. Nicht historisch genug. Die haben wir schon gebaut. Ja, bleibt eigentlich nur die. Aber hier soll ja auch die Autobahnauffahrt hin. Ich meine, da ist eine Polizei, da ist eine. Dann wäre eigentlich hier auf der Seite die Polizei angebrachter. So, als Abschluss. Ist, glaube ich, gar nicht verkehrt, weil dann können die auch hier drüber dieses Stadtviertel später versorgen und ein bisschen mehr in das mit reingehen. Und ich würde sagen, ich habe schon wieder hart überzogen in dieser Folge. Aber ihr seht, wo die Reise hingeht, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.